Ich hab mir sofort mit allen gegeben. Das erste, die wissen alle gegeben. Dann hab ich alle Lügen scheiße. Wir schicken so viel mehr Einstimmung. Was ist die Wahrheit? Es sind das Weg heute, aber morgen nicht. Es sind das Weg. Was ist dann tatsächlich ein? Die Makaren auf zwei. Was ist nach dem Gitter offen? Wollen wir wohl auch einmal machen? Wir sehen es jetzt, dass es nicht so gut war. Fünf Wörter. Wenn ich mir das Wörterbuch anschaue mit seinen 150.000 Stichwörtern und Redewendungen, dann stelle ich fest, dass abgesehen von den Kommentaren zur Schreibung und Aussprache dieser Wörter viele von geringer und mittlerer Bedeutung sind. Neben dem Wort sublimieren, das ich für sehr wichtig halte, habe ich mir dieses Mal fünf andere sehr bedeutende Wörter ausgesucht, und zwar Nichtwissen, Wahrheit, Übereinstimmung, Lüge und Tatsächlichkeit. Warum? Es ist Folgendes. An jedem Anfang, egal welcher Art oder wovon, steht das Nichtwissen. Man weiß etwas nicht, bevor man es nicht erfährt, also mit seinen Wahrnehmungsorganen wahrnimmt. Bevor man es nicht gesagt oder gezeigt bekommt. Erst dann weiß man es. Doch dieses Wissen muss man annehmen. Man muss zustimmen, dass es so ist, also mit sich selbst übereinstimmen. Und dann ist das eine ihre Wahrheit. Wenn man das nicht tut, wenn man nicht übereinstimmt, man etwas ablehnt und nicht als wahrnimmt, dann gibt es auch keine Wahrheit. Noch einmal, wir haben übereingestimmt, dass etwas so ist. Und damit ist dies jetzt unsere Wahrheit. Doch diese Wahrheit besteht nicht auf Dauer in dieser Art und Weise. Erinnern wir uns, es ist eine empirische, eine beobachtete und durch Beobachtung bewiesene Tatsache, dass nichts genau gleich bleibt. Selbst in Ihrem kurzen Leben erfahren Sie genügend Male, dass etwas doch anders ist, als Sie es für wahr gehalten haben. Sie lernen immer wieder, dass die Dinge sich verändern. Schlussfolgerung ist die Lüge. Die Wahrheiten, die jetzt nicht mehr wahr sind, sind jetzt falsch. Also Lügen. Natürlich sind sie in der Vergangenheit richtig gewesen, aber nur deshalb, weil sie es nicht anders wussten. Mit anderen Worten, das, was sie heute für die Wahrheit halten, ist in Tatsächlichkeit die Lüge. Warum die Lüge? Weil diese Dinge irgendwann einmal als nicht wahr enttarnt werden, also als falsch, als Täuschung, eben als Lüge. Und gerade so hat sich jetzt auch das Wort Tatsächlichkeit von selbst gezeigt. Tatsächlichkeit ist ein Wort, das nicht dasselbe ist wie Wahrheit. Der grundsätzliche Unterschied ist, dass Wahrheit von Wahrnehmung kommt, also von ihren Wahrnehmungsorganen und ihrer Fähigkeit, mit etwas übereinzustimmen, wohingegen Tatsächlichkeit mit ihnen persönlich eigentlich gar nichts zu tun hat. Es ist eine reine Sache der geistigen Schöpfung. Also nehmen Sie sie in Angriff, Ihre Wahrnehmung, Ihre Wahrheit, und überprüfen Sie es. Ich hab mir sofort mit allen gegeben. Das erste ist, die wissen alle gegeben. Dann hab ich alle Lügen scheiße. Wir schicken so viel mehr Einstimmung. Was ist die Wahrheit? Es sind das Weg heute, aber morgen nicht. Es sind das Weg. Was ist nach dem Gitter offen? Wollen wir wohl auch einmal machen? Wir sehen es jetzt, dass es nicht so gut war.
night.